Variante Nummer 4. Wir nehmen uns wieder unser Markerpapier. Und diese Dual-Tip-Fasermaler, die habe ich schon von einer älteren Kooperation mit Folie da. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das genau mal, weil Grau ist nicht dabei. Also ich werde den jetzt einfach, wie man den oft in so Comics oder so sieht, in Blau halten. Weil da habe ich zwei verschiedene. Das wird jetzt halt ein ganz anderer Delfin. Ich nehme ja die dünne Spitze. Jetzt muss ich gerade schauen. Ja, das ist die dünne. Und ich fange doch mit Dunkelblau an. Ich bin eigentlich selten Filzstiftmaler, muss ich sagen. Aber ich wollte jetzt das einfach auch mal testen, wie das mit Filzstiften ausschaut. Also es ist auch für mich so eine kleine Premiere. Ich mache das nämlich nochmal überhaupt nicht mit Filzstiften. Aber einmal getestet, dann sieht man auch mal, wie das aussieht. Und ich habe mir gedacht, Filzstifte haben vielleicht viele auch zu Hause. Und wollen damit mal die Stempel kolorieren. Weil möglich ist ja alles. Ne? Im Bastelbereich sind einem ja echt keine Grenzen gesetzt. Also ich gehe jetzt einfach mit dem dunkelblauen ziemlich am Rand entlang. Ist einfach dann, damit es schöner aussieht. Ich glaube nämlich nicht, dass sich das irgendwie so verblenden lässt, wie ein Copic-Stift. Aber es ist halt oft schön, wenn das unterschiedliche Farbnuancen hat, was einfach bei Aquarellstiften viel rauskommt und bei Copics durch die verschiedenen Schattierungen. Dann nehme ich den hellblauen und male mir das komplett aus. Also unser Comic angehauchter Delfin nimmt auch Farbe an. Ja, okay. Das ist, also man kann es jetzt echt nicht vergleichen mit den Copics, weil es ist halt logischerweise nicht so ganz verblendet. Man sieht jetzt da schon etwas die Striche, aber es stört mich jetzt nicht. Je nachdem, wie das Projekt dann zum Schluss aussieht, kann das ganz cool sein dazu. Variante Nummer 4 ist fertig und wir machen dann gleich den Vergleich.